ist das im Weg? Rührt sich nicht. Mal sehen, ob Hekates Schlüssel passt. Dann muss ich die aufzeichnen. Aufzeichnungen sind unvollständig. Hoffentlich will Hekate sie trotzdem.
Ich weiß nicht, wie mir Persephones Aufzeichnungen helfen sollen, das Tor zur Unterwelt zu öffnen, aber hier sind sie. Persephones Aufzeichnungen helfen uns nicht weiter. Die Aufzeichnungen, die dem Schmied des Tores gehörten, dagegen schon. Wer ist der Schmied? Das steht hier nicht. Anscheinend wurden viele Seiten herausgerissen. Und nun sei still, während ich lese. Tja, das war äußerst erhellend. Und? Was steht drin? Wie ungeduldig! Der Standort des Tores wird nicht genannt. Aber solange Persephone das Elysion kontrolliert, brauchst du ohnehin ihre Erlaubnis, um es zu durchschreiten. Und die bekommst du nie. Verliert sie die Kontrolle über das Elysion? Dann verliert sie die Kontrolle über das Tor. Du musst ihren Einfluss schwächen, wo immer du kannst. Und wie genau soll ich das anstellen? Dein Bündnis mit Adonis ist ein guter Anfang. Seine direkte Taktik ist ein wenig zu durchschaubar. Aber mit der Zeit wird er Persephones Streitkräfte zermürben. Was ist mit unserem Bund? Was ist deine Aufgabe? Ich kenne alle Schwächen Persephones und ich werde sie dir offenbaren, wenn die Zeit gekommen ist. Bis dahin solltest du deine Zeit mit Persephones Schoßhund Hermes weise nutzen. Lerne den Umgang mit dem Stab. Du wirst eine göttliche Waffe im Land der Götter gut gebrauchen können.
Das Gebiet wird sich. Ugh!
Wissen der Götter wirklich in der Unterwelt als nützlich erweisen. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem.
Na komm!
Die Gegend wird gut bewacht. Thank you.
Ja. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Yeah!
Hier werden Sie besonders wachsam sein.
Reichtümer scheinen auch in der Unterwelt wichtig zu sein.
Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Du hast endlich meine Werkstatt gefunden. Ich weiß, sie macht nicht viel her, aber sie ist mein Zuhause. Ich sagte doch, nenn mich Cassandra. Vor dem Stab? Ha. Aber ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe dir so viel zu zeigen in diesem großartigen Land. Wenn du es schon anbietest, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Oh, gebt ihnen etwas Zeit. Die goldenen Felder enthüllen sich nur langsam und auf bestimmte Weise. Aber ich kann helfen. Komm mit mir. Vielleicht hast du recht. Ich muss den Kopf frei bekommen. Wohin? Ich betrachte mich als Schlüsselmacher. Einer meiner Schlüssel könnte dich interessieren. Was machst du in deiner Werkstatt? Erfinden. Alle Geheimnisse der Wirklichkeit sind hinter Türen versteckt. Meine Erfindungen sind wie Schlüssel, die diese Türen öffnen. Du enthüllst die Geheimnisse dahinter? Doch warum reden wir darüber, wenn wir es auch sehen können? Wende den Blick dorthin. Persephones erste Festung. Hättest du sie nur sehen können, kurz nach der Errichtung. Wie vieles im Elysion ist das eine Ruine. Was ist geschehen? Dieser Ort ist wundervoll, wie alles, was Persephone erschafft. Doch die Welt verändert sich mit ihren Launen. Wenn ich Ruinen sehe, weiß ich, dass sie uns dringender denn je an ihrer Seite braucht. Vorwärts. Stell die alten Helden vor, die durch diese goldenen Felder kamen und sich im Glanz des ewigen Friedens sonnen. Sie alle dachten, nie etwas Schöneres zu sehen. Bis sie schließlich Persephone erblickten. Lagerplatz ist der Ort, an dem Hephaistos ein Heim für Aphrodite errichtete. Das macht nicht mehr viel her. Es stand aufrecht, bis Aphrodite dieses Balk Adonis traf. Seine Fähigkeit, mit nur einem Lächeln Unruhe zu stiften, ist ohnegleichen. Ja. Ella! Komm schon. Was ist da drin mit mir geschehen? Stell dir einen Moment lang vor. In dir, in uns allen sind Pergamente aufgerollt wie Bänder. Auf diesen Pergamenten steht geschrieben, wer du bist, wer du warst und wer du sein wirst. Ergibt das Sinn? Wie alles andere hier ergibt es überhaupt keinen Sinn. Dann nennen wir es Schicksal. Dein Schicksal ist vorherbestimmt. Doch was du da drinnen erlebt hast, war ein Schlüssel, den ich geschaffen habe und der dir erlaubt, es zu kontrollieren. Ich habe viele erschaffen. Danke. Ich bin es nicht gewohnt, alleine zu segeln. Auf der Adrastea hatte ich immer Barnabas an meiner Seite. Ah, nun, ich hoffe, es vergeht noch viel Zeit, bis ich ihn hier treffe.
Ich überlasse dich deinem Abenteuer. Du findest mich jederzeit in meiner Werkstatt. Chere, Hermes. Thank you.